Hallo, liebe Deutschlernende! Heute habe ich eine Frage für dich. Was möchtest du? Ja, was brauchst du? Ja, ich möchte dir helfen beim Deutschlernen und auch bezüglich persönlicher Entwicklung. Und deswegen möchte ich dich fragen, was möchtest du? Ich habe unter Umständen schon eine Antwort auf das, was du möchtest. Ja, ich habe momentan drei Dinge. Ja, ich habe mehr als drei Dinge, aber um nur drei Dinge zu nennen. Es gibt die Authentic German Learning Academy. Ja, es gibt eine Akademie, wo du Deutsch effizient lernen kannst. Ja, diese Akademie findest du unter joingermanclub.com. Übrigens, du merkst, es gibt Hintergrundgeräusche. Ja? Du hörst etwas im Hintergrund und ich möchte, dass du versuchst, mir zuzuhören, trotz der Hintergrundgeräusche. Das ist eine sehr gute Übung. Ja? Das ist eine sehr gute Übung für dich. Wenn du in Deutschland bist und dich mit jemandem unterhältst, dann wirst du auch nicht ideale Bedingungen haben. Wenn du dich mit einem Deutschen unterhältst, dann hast du unter Umständen auch Hintergrundgeräusche und kannst nicht so gut verstehen, was derjenige sagt. Das sei nur zwischendurch gesagt, ja. Also drei Dinge. Das erste, wie gesagt, Authentic German Learning Academy. Ja. Dann habe ich ein Webinar über persönliche Entwicklung. Ja. AuthenticGermanLearning.com/Webinar. Ja. Das Webinar heißt Lebenslust und Energie. Es geht in dem Webinar auch über Zeit. Management, darüber Ängste zu überwinden, ja, zum Beispiel die Angst vor dem Sprechen, ja, und das ist etwas, was ich mache, um euch Techniken beizubringen, die ich schon seit langer Zeit benutze und die mir sehr viel helfen, ja, also wenn du mehr lernen möchtest über persönliche Entwicklung, über Zeitmanagement und so weiter, dann verpasse nicht diesen Webinar. Sei aktiv, ja, und schreib dich ein und antworte auch auf die E-Mail. Okay? Die dritte Sache, die ich habe, ist jetzt auch Unterricht. Ja, ich bin bereit, dich zu unterrichten. AuthenticGermanLearning.com/Unterricht. Die Links sind natürlich auch alle in den Kommentaren. Okay? Das sind die drei Dinge, die ich dir geben möchte. Ja? Also es gibt immer die Akademie. Jetzt möchte ich dir auch Techniken beibringen über persönliche Entwicklung. Ich möchte dich persönlich unterrichten, ja, ich möchte dir zum Beispiel Nachhilfe geben, wenn du Nachhilfe brauchst, ja, wenn du Prüfungsvorbereitung brauchst, dann bin ich bereit, dir zu helfen, ja, ich werde ein virtuelles Klassenzimmer schaffen, ja, also keine Sorge, es brauchst doch nicht viel investieren in diesen Unterricht, wenn du Teil einer Gruppe bist. Dann lohnt sich es für mich auch, dass ich nicht so viel Geld verlangen muss dafür, ja, wenn ihr eine Gruppe seid. Ja. Also gerade wenn du in einer Klasse bist oder wenn du andere Deutschlerner kennst, die genau dasselbe brauchen wie du, dann bin ich bereit, euch als Klasse zu unterrichten oder als Gruppe. Okay? Das sind drei Dinge, die ich so mache. Ja.
Es gibt übrigens auch meinen Newsletter, authenticgermanlearning.com/free. Ja, ich schreibe eine E-Mail pro Tag. Und ja, das sind so Dinge, die ich momentan am Laufen habe. Warum mache ich dieses Video? Okay, warum rede ich darüber? Nun, ich rede darüber, weil ich bis jetzt noch nicht so viele Anmeldungen habe. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich bis jetzt noch nicht so viel darüber gesprochen habe. Und es braucht natürlich auch eine Weile, bis die Leute meine Videos sehen und bis sie darauf reagieren und so weiter. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, weil ich nämlich dieses Webinar nicht mache, wenn nicht genügend Leute Interesse zeigen. Und ich werde den Unterricht nicht machen, wenn nicht genügend Leute Interesse daran zeigen. Ja? Ich denke aber, alles, was ich jetzt mache, erfüllt alle Bedürfnisse, ja, egal was du möchtest. Ja. Und wenn es nicht alle Bedürfnisse erfüllt, die du vielleicht haben könntest, sag mir Bescheid. Ja. Was möchtest du? Ja. Schreibe in den Kommentaren, was möchtest du? Was brauchst du? Ich bin bereit, dir zu helfen und ich bin immer bereit, mein Angebot zu verbessern. Ich möchte immer dir das geben, was du tatsächlich brauchst und ich möchte dir das geben, was dir am meisten hilft. Und gerade da ich noch nicht so viele Anmeldungen habe, dachte ich mir so, naja, vielleicht brauchen meine Schüler ja auch etwas ganz anderes. Ja? Weißt du, ich mache oft so ein paar Experimente. Ja? Das muss man machen als Geschäftsmann, ja, sehr viele Experimente, ja, mal das probieren und das ist der Grund, warum ich manchmal sage, so, hey, wenn ihr das und das wollt, dann geht dort und dorthin oder besucht diese Webseite, wenn ihr das und das wollt und so weiter und ich tue das, um zu schauen, okay, was möchten Sie, wie kann ich Ihnen helfen und ich sehe dann, okay, so und so viele Leute haben Interesse an der einen Sache gezeigt, so und so viele Leute haben Interesse an der anderen Sache gezeigt und so weiter. Ja. Deswegen mache ich auch Umfragen, um herauszufinden, okay, was brauchen Sie? Ja. Oder ich sage, hey, schreibe in den Kommentaren, was du denkst, einfach um zu sehen, wie denkt ihr? Ja. Was interessiert euch? Ja. Was braucht ihr? Und so weiter, weil ich wirklich nicht nur so eine Show machen möchte, ja, ich bin hier hinter der Kamera und ich rede, sondern ich möchte wirklich einen Dialog mit euch haben. Ja. Ich mache diese Videos nicht einfach so. Ja. Also sie helfen euch, weil ihr Deutsch lernt, ja, ihr hört, was ich sage und lernt so Deutsch. Ja. Aber ich brauche auch Feedback von euch. Das ist, was ich von euch bekomme. Feedback und gelegentlich Spenden, gelegentlich auch verkaufe ich Produkte und so weiter. Ja, das ist der Wert, das Geben und Nehmen, ja, das wir hier haben. Ja, und auch den Dialog, den wir hier zustande bringen. Und deswegen frage ich dich, was möchtest du? Und ich entschuldige mich, wenn ich in diesem Video ab und zu ein bisschen schnell gesprochen habe. Du kannst übrigens die Geschwindigkeit ändern in einem YouTube-Video. Ja, du kannst auch die Geschwindigkeit halbieren, falls ich zu schnell gesprochen habe. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was du brauchst, was du möchtest. Ja. Wenn ich deine Bedürfnisse erfülle mit dem Webinar, mit dem Unterricht, mit der Akademie, dann folge einfach den Links im ersten Kommentar. Und wenn nicht, dann schreibe bitte einen Kommentar, was du von mir brauchst. Was kann ich für dich tun, sodass du noch effektiver Deutsch lernen kannst. Und übrigens, für die Leute, die nur YouTube-Videos schauen, das reicht meiner Meinung nach nicht. Ja, es hilft natürlich.
natürlich. Aber wenn du nur meine Videos schaust, dann reicht das nicht 100%, beziehungsweise es ist nicht so gut, wie es sein könnte. Okay, alles klar? Wir sehen uns morgen. Ich freue mich darauf, mit euch im Dialog zu sein, unten in den Kommentaren. Okay, bis dann. Tschüss. Bis morgen.